1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wir haben traditionell ja heute Nacht immer eine freie Themennacht und das heißt, dass ihr euch hier bei mir melden könnt zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Aber ich erkläre die heutige Nacht zur Hurennacht. Und ich möchte sehr gerne heute in der Sendung nicht nur, aber mit, wenn's geht, mit einigen Mädels aus dem Milieu sprechen. Ich weiß, dass wir sehr viel gesehen und gehört werden bei Prostituierten, von Prostituierten und würde mich freuen, wenn ein paar Mädels anrufen würden. Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet uns ganz einfach unter domian@wdr.de und bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Also, freie Themennacht im Prinzip, aber sehr gerne würde ich mich unterhalten mit der ein oder anderen Hure. 0800 220 5050. Es geht los mit Sarah. Sarah ist 27 Jahre alt. Hallo Sarah. Hallo Domian. Bist du in dem Gewerbe tätig? Nein, um Gottes Willen, da kann ich nicht mit dienen. Deswegen muss ich gerade auch ein bisschen lachen. Ja. Was geht's bei dir? Ist ein ganz anderes und zwar, ich bin seit knapp 3 Jahren mit meinem Freund zusammen. Ja. Wir wohnen auch zusammen, wir haben eine kleine Tochter seit Mai. Mhm. Jetzt ist das Problem an der Sache, dass ich vor ungefähr 4 Wochen total ausgerastet bin und meinen Freund verprügelt habe. Eine schlagende Frau. Ja. Zum ersten Mal? Nee, leider zum zweiten Mal schon. Was ist da genau passiert? Warum bist du ausgerastet? Ja, es ist so gewesen, dass er morgens um 5 oder halb 6 von einem Kollegen halt nach Hause kam. Mhm. Also total besoffen war auch. Aber von einem Kollegen? Ja, ja, genau. Da lief nichts mit irgendeiner Frau? Nein, um Gottes Willen. Mhm, ja. Wir hatten also vorher den Abend einen Geburtstag von einem Freund von ihm gefeiert. Mhm. Die Kleine war an dem Abend auch nicht da, die war bei meiner Mutter. Ja. Ja, und ich hatte also selber auch ein bisschen was getrunken. Ja. Ja gut, er ist dann hinterher noch mit zu seinem Kollegen gegangen für 2 Stunden und kam halt nach Hause und war total besoffen. Ja. Und hat dann angefangen, ja wie gesagt, 5, halb 6 war das ungefähr morgens, hat angefangen, wie bescheuert hier auf dem Schlagzeug rumzutrommeln und die Musik total laut zu machen. Mhm. Und ich wollte halt eigentlich schlafen. Ja. Und was hast du da gemacht? Was hast du genau gemacht? Ich bin erstmal reingegangen, also ins Nebenzimmer, wo er halt so sein Studio hat, also mit seinem ganzen Musikequipment und alles. Mhm. Hab ihn also mehrmals gebeten, das doch sein zu lassen, weil ich also wirklich also schlafen wollte und auch total müde war um 5 Uhr morgens. Ja, und das hat er halt nicht gemacht und hat halt so mehr oder weniger gesagt, das könnte mir doch egal sein. Mhm. Und also er wird das jetzt hier machen und ist also überhaupt nicht drauf eingegangen, in keinster Weise. Da bist du ausgerastet. Aber total komplett. Was genau hast du getan? Ich habe dann halt erstmal mehrmals noch versucht, ihn nochmal dazu zu bringen, dass er aufhört. Mhm. Ja, und irgendwann sind mir dann einfach die Sicherungen durchgebrannt und dann bin ich halt hin und bin komplett ausgerastet, habe ihn mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen und solche Geschichten. Also es war richtig heftig. Bist du ihm denn körperlich auch überlegen? Nee. Überhaupt nicht eigentlich. Aber er war halt besoffen und relativ hilflos und du hast seinen Oberkörper genommen, hast den Kopf an die Wand geschleudert. Genau, also die Hand so in die Haare rein, richtig übel. Mhm. War er verletzt? Ja, er hat schon ein bisschen geblutet und er hatte also 3 Wochen danach auch noch ein richtig blaues Auge. Das war natürlich Achso, du hast ihn mit dem Gesicht an die Wand geschlagen. Ja, so mit dem Kopf halt. Ne? War das einmal oder mehrfach? Mehrmals. Wie hat er denn da in der Situation, obwohl er betrunken war, reagiert? Ja, erstmal konnte er überhaupt nicht reagieren, weil er halt eigentlich auch viel zu fertig war, sag ich jetzt mal, um irgendwie noch zu reagieren. Und dann hat er mich irgendwie versucht wegzuschubsen. Also er hat jetzt nicht auf mich eingeschlagen, dann kann ich noch froh sein, sag ich jetzt mal so. Ja. Also er hat sich nicht irgendwie körperlich gewehrt oder so großartig. Ist er eigentlich so ein Typ, der sich sonst wehren würde? Nein, überhaupt nicht. Also auch gerade Frauen gegenüber, überhaupt nicht. Also das ist eigentlich ein total harmoniebedürftiger Mensch. Also mehrfach hast du den Kopf an die Wand geschlagen? Ja. Und dann hast du von ihm abgelassen? Ja, dann irgendwann habe ich von ihm abgelassen und... Und dann? Ja, und dann ist er dann irgendwann ins Bett gegangen. Mhm. Ich bin dann nochmal hinterher und habe halt nochmal versucht,
mich da irgendwie für zu entschuldigen, aber das ja. war Hast du dich dann entschuldigt am nächsten Tag, als er wieder... Mehrfach, ja, am mehrfach. Nächsten Tag, am gleichen, in der gleichen Nacht, also am gleichen Morgen noch. Und das ist das zweite Mal passiert, während ihr zusammen, ihr seid 3 Jahre zusammen, sagst du? Ja, knapp 3 Jahre. Mhm. Das andere Mal, auch so heftig? Das andere Mal, ja, war nicht ganz so heftig, aber das war halt auch wieder so der Vorfall gewesen, dass wieder viel zu viel Alkohol im Spiel war. Mhm. Und, kennst du dich so? Du bist 27. Kennst du dich von früher auch so? Dass ich, ich habe einmal eine Therapie gemacht wegen Aggression. Ich war damals meiner Mutter gegenüber schon einmal handgreiflich geworden. Ich habe damals noch mit meiner Mutter zusammen gewohnt. Wie handgreiflich bist du deiner Mutter gegenüber geworden? Ja, jetzt also nicht so extrem, aber schon, dass ich so an den Arm gepackt habe und richtig heftig, dass er also blaue Flecken hatte. Ja. Und deshalb, wegen dieses einen Mals, hast du dann gleich eine Therapie gemacht? Nee, das ist schon öfter vorgekommen, bei meiner Mutter auch. Ach so. Also das ist schon ein paar Mal auch gewesen. Also das muss dann ja schon sehr heftig gewesen sein, wenn man in eine Therapie geht wegen so, ja, so etwas. Ja, es war meine Mutter, die hat also damals zu mir gesagt, entweder machst du irgendwas oder du musst halt leider ausziehen, weil das kann ich nicht mehr. Also du hast für dich den Eindruck, dass du in gewissen extremen Situationen, und das war da ja auch so eine, dich nicht im Griff hast. Ja, genau. Das heißt, das könnte durchaus auch passieren, eventuell, wenn dein Kind mal etwas größer ist. Nee, auf gar keinen Fall. Sagst du jetzt? Also kann ich mir nicht vorstellen. Nein, auf gar keinen Fall. Also das war auch, wie gesagt, jetzt die letzten 2 Male, wo das halt meinem Freund gegenüber auch war, da hatte ich auch selber was getrunken. Ich denke mal, das ist vielleicht auch der Faktor. Also ich finde das immer, egal ob das hier Frauen oder Männer sind, ich finde das immer schlimm, wenn so etwas in bestimmten Situationen passiert. Ja, das ist ganz schlimm. Und das sollte einem immer ein Warnsignal sein, irgendetwas zu unternehmen. Absolut. Denn es kann auch immer wieder passieren und wer weiß, vielleicht kann es auch nur üblere Folgen haben, als sie bis jetzt da waren, die Folgen. Ja, es ist... Kann alles sein. Ja. Vor allen Dingen spielt man immer mit dem Gefühl des anderen. Das heißt, natürlich. Die Beziehung kann dadurch... Absolut. Kaputt gehen, ne? Ja, natürlich. Bist du jetzt so verschreckt, dass das nur 2 Mal passiert ist? Was sagt er denn überhaupt dazu? Ja, das ist ja eben auch der Punkt. Das ist im Moment eigentlich ganz unerträglich zu Hause. Es ist halt so, dass er total auf Distanz geht. Jetzt gerade nach dem 2. Mal, also absolut. Klar, wir reden miteinander. Es ist halt alles so jetzt nach außen hin normal, aber eigentlich halt auch mehr oder weniger wegen der Kleinen. Aber er hat selber auch gesagt, dass er... jetzt erstmal auf Distanz geht und wir eigentlich kein Paar mehr sind im Moment. Oh, sehr ernst alles. Also ganz, ganz ernst. Ich will dir sagen, ich hätte auch keinen Bock auf eine Frau oder auf einen Typ, der mich schlägt. Nee. Egal in welcher Situation, egal wie immer man das auch begründen kann. Sicher. So, jetzt ist ja wohl, jetzt sind ja wohl alle Sirenen eingeschaltet für dich, dass du wieder was unternehmen musst, dass du was machen musst. Ja. Dass du in eine Therapie gehst, in eine Beratung, was auch immer. Absolut. Wir sind dir gern behilflich gleich noch bei der genaueren Beratung. Ja. Irgendwas musst du tun, vor allen Dingen, um ihm auch zu zeigen, dass du etwas in die Waagschale wirfst. Genau, das ist es eben, ja. Wenn du das hier so weiterlaufen lässt, dann denkt der, naja, eben. Es passiert sich ja nochmal. Wenn du jetzt aber sagst, pass auf, es tut mir irre leid und ich bin bereit, jetzt wieder in mir helfen zu lassen, in eine Therapie zu gehen, ist das ja schon mal ein Zeichen an ihn, ne? Sicher. Was für einen Eindruck hast du denn, wie er an sich an dir hängt? Wie er dich, liebt er dich noch? Also ich habe schon das Gefühl, dass nach dem letzten Mal jetzt schon eigentlich ziemlich viel kaputt gegangen ist. Und ich habe ihn also auch darauf angesprochen und habe gefragt, ob er mir dann irgendwie nochmal eine Chance geben würde oder ob das irgendwie nochmal ein bisschen zu kitten wäre. Und er hat schon gesagt, ja, aber das wird halt lange dauern. Und also es ist im Moment sehr distanziert. Liebst du ihn denn? Absolut, ja. Absolut. So, da muss ganz schnell was geschehen. Ja. Aber ganz schnell. Vielleicht wäre es so interessant, wenn ihr vielleicht zu Beginn erstmal zusammen zu einer Beratungsstelle geht. Aber ich glaube nicht, dass er das machen würde, weil er sieht das Problem, denke ich mal, bei mir. Ja, das ist auch bei dir. Aber ich meine, das ist ganz interessant, vielleicht wenn eine neutrale Person ihm das auch nochmal ein bisschen erklärt. Aber egal. Wichtig ist, dass etwas unternommen wird und vor allen Dingen, dass du etwas unternimmst. Ja. Ich schlage vor, du sprichst jetzt mit meiner Psychologin, mit der Magdalena. Ja, das wäre super. Und die kann dir noch ein paar gute Tipps hoffentlich geben. Ja, das wäre auf jeden Fall toll. Liebe Sarah, alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. Soll ich auflegen jetzt, oder? Ja, du legst bitte auf. Okay. Ja. Tschüss. Danke, tschüss. So, lieben Hinweis auf morgen. Morgen ist Promi-Besuch bei mir wieder, nämlich die Mutter der Nation. Marie-Louise Marjan ist morgen mein Gast im WDR-Fernsehen um 23.30 Uhr. Ich muss mal meine Regie fragen, 23.30 Uhr oder 23.45 Uhr?
23.30 Uhr. Morgen 23.30 Uhr, also Samstagabend, im WDR-Fernsehen. Mein Promi-Gast ist die Mutter der Nation, Marie-Louise Marjan. Und wenn ihr gerne mitmachen wollt bei der Sendung, meldet euch am besten heute schon an unter domain@wdr.de. Ihr könnt natürlich auch eine Stunde vorher morgen anrufen oder während der Sendung natürlich auch. Weiter geht's mit Corinna. Und Corinna ist 27 Jahre alt. Hallo Corinna. Hallo. Hallo, schon guten Morgen. Hallo Domian. Was ist dein Thema? Ich rufe an zu dem Hurentag. Ah ja, das heißt, du arbeitest in dem Job. Ich habe gearbeitet in dem Job bis vor 6 Wochen. Bis vor 6 Wochen? Ja. Und wie lange? 8 Jahre. 8 Jahre. Warum bist du ausgestiegen? Ich habe einfach das Milieu satt. Mhm. Ich möchte die Freie und das Ganze drumherum einfach nicht mehr sehen. Was war da, was für dich das Schlimmste und Bedrückendste war? Ja, überhaupt die Freie, mich immer nach denen richten zu müssen. Mhm. Also immer Termine wahrzunehmen, die dann vielleicht doch nicht stattfanden. Und deswegen konnte man nie so frei sein. Ich fühle mich jetzt so befreit. Seit 6, ich meine, das war eine lange Zeit, ne? 8 Jahre? Ja, das heißt, mit, 8 Jahre. Mit 19 ungefähr angefangen, ja, damit. Wie bist du damals reingekommen? Ja, durch einen Bekannten, mitgenommen in eine Bar. Mhm. Auch alles durchgemacht, also Bars, mit Separé natürlich und ja, dann FKK-Clubs, ja, Privatwohnungen, zum Teil auch Straßenstrich. Also das volle Programm. Ja. Zum Schluss hast du in einem Club gearbeitet oder auf der Straße? Nein, privat. Privat. Zum Schluss habe ich privat gearbeitet. Also privat heißt, dass du annonciert hast in Zeitungen? Ja, im Internet zum Teil. Und dann sind genau Männer zu dir gekommen oder bist ja du, Männer sind zu dir gekommen? Genau. Zu dir nach Hause? Ja. Ja. Ja, das. Wie war das damals, als du angefangen hast? Was hast du davor gemacht? Hast du irgendwas gelernt? Ja, ich habe Textilverkäuferin gelernt. Ja. Ist dir das leicht gefallen, in diesen Job reinzugehen, das zu tun, was man eben als Hure macht? Ja, zum Teil schon, weil in Bars ist viel mit Alkohol verbunden und wenn man Alkohol trinkt, dann die Hemmschwelle geht ja runter, mhm, und dann fällt der Einstieg leichter, natürlich, ja. Der Einstieg zu was? Ja, überhaupt anzuschaffen. Anzuschaffen, so meinst du das. Mhm. Mhm. Ja. Ist es dir schwer gefallen, am Anfang immer wieder und immer wieder aufs Neue mit fremden Männern Sex zu haben? Jein. Also einerseits ja, andererseits war es mir eigentlich auch egal. Mhm. Also hast Hauptsache Geld. Ja, verstehe. Hast du während dieser Zeit, während dieser 8 Jahre, mal einen Freund gehabt, eine Beziehung? Ja, mehrere. Mehrere sogar? Wussten die, was du vom Beruf machst? Ja, immer. Kamen die auch aus dem Spektrum, aus dem Milieu, oder waren das Männer, die von wo ganz anders herkamen? Der erste kam von ganz anders, also mit dem war ich ja schon zusammen, wo ich angefangen habe. Ach so. Was hat der denn dazu gesagt, als du dann angefangen hast? Ja, der ist ziemlich abgedreht und hat dann auch viel Scheiße gebaut und ist in den Knast gelandet. Mhm. Ja. Und den anderen hast du es immer von vornherein gesagt? Ich habe immer allen von vornherein gesagt, was ich mache, auch meiner Familie. Und die Männer hat das nicht abgeschreckt? Zum Teil ja, zum Teil nein. Mhm. Gut, jetzt heißt es natürlich, mein jetziger Freund heißt es natürlich auch für sehr gut, dass ich aufgehört habe. Mhm. Du sagst gerade, die Familie wusste auch Bescheid. Ja. Die heißt es auch für gut, dass ich aufgehört habe. Ja, wie hat Familie, Mutter, Vater, wie haben die reagiert damals? Meine Mutter, die ist tot, also die hat da nicht mehr groß reagiert drauf. Mhm. Meine Eltern, also mein Vater und meine Brüder, die, ja, die haben es also toleriert, sagen wir mal so, toleriert. Mhm. Ja. Und so im Freundeskreis war es dann auch? Ja, ich habe nie ein Geheimnis draus gemacht. Ja. Entweder man nimmt mich so, wie ich bin, oder man lässt. Kam denn jetzt so der letzte, ich sag mal, der letzte Druck oder so Anstoß, rauszugehen aus diesem Job, auch von deinem Freund, aus der? Nee, eben nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe es einfach so entschlossen. Ich weiß nicht genau, wieso. Von heute auf morgen? Ja, fast, ja. Mhm. Weil viele Frauen, mit denen ich schon gesprochen habe, die sagen immer, dass es sehr schwierig ist, ja, rauszukommen. Ja, das weiß ich, ja. Ich habe ja deine Sendung auch schon, ich verfolge die schon seit über 7, 8 Jahren. Ja. Also, und ich habe das auch schon oft gehört von vielen.
und auch privat so natürlich im Umkreis. Jetzt bist du 6 Wochen raus, hast du, ne? Ja. Ist ja noch sehr frisch. Ja. Hast du schon einen neuen Job? Nee. Willst du in deinen alten wieder reingehen, den du ganz früher gemacht hast? Eigentlich nicht. Ich mache mehr so Nebenjobs und Babysitter und sowas. Also mehr so flexible Arbeiten. Auf jeden Fall ist es für dich eine Erleichterung und Befreiung, raus zu sein. Ja. Ja. Hast du viel Geld gespart in diesen 8 Jahren? Eigentlich nicht viel. Also ein bisschen was schon, dass ich eine Zeit lang überleben kann, ja. Ja, auch ein großes Problem von vielen Mädels, die dann gut Kohle verdienen und dann auf großem Fuße leben, sich viel Luxus leisten. Ja, das habe ich eben eingeschränkt die letzten Jahre schon, deswegen fiel es mir wahrscheinlich auch leichter. Ja. Kannst du so sagen, über den Daumen gepeilt, was du so im Monat in den letzten Jahren immer so verdient hast? Ich weiß nur, am Anfang war es sehr viel, also da war es schon manchmal 20.000 D-Mark im Monat. Wahnsinn. Ja gut, also es war auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Schon, ja klar. Aber da hast du in der Anfangszeit hast du auch viel ausgegeben. Schulden zurückbezahlt hauptsächlich. Ach so. Ja, die habe ich auch alle zurückbezahlt, also bin ich auch froh drüber. Hast du in dieser Zeit, du sagst, du hast immer wieder Beziehungen gehabt und immer wieder Männer in deinem Privatleben auch gehabt, hast du mit diesen Männern, mit deinen Privatfreunden, sage ich mal, mit deinen wirklichen Partnern, hast du mit denen eine gute und schöne und entspannte Sexualität erleben können? Ja, jetzt mit meinem letzten Freund, ja, den ich jetzt noch habe, ja. Vorher nicht? Nicht so, nee, nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, nee. Lag das an dem Job? Ich denke mal schon, ja. Ist mir so ein Rätsel, wenn ich mir vorstelle, ich bin eine Frau und arbeite als Hure und habe den ganzen Tag über Kundschaft. Da denke ich mir so, da habe ich auf alles Lust am Abend zu Hause, aber nicht nochmal, ich sag's mal ganz vulgär, nochmal die Beine breit zu machen. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Dass man irgendwie seine Ruhe haben will und. Ja, das stimmt schon, ja. Hattest du während deiner professionellen Zeit auch mal ab und zu in dem Job Spaß am Sex oder war das nie Sexualität? Nein, eigentlich nicht, nein. Hast du mal einmal einen Orgasmus erlebt in deinen Berufsaktionen? Nein. Nein, kein Mal. Ist das immer noch so eine Ehrensache, dass Huren sagen, nee, also kein Küssen und kein Orgasmus? Ja, das sowieso. Küssen ist es noch wichtiger. Das gibt's gar nicht. Nein. So, nun bist du draußen. Ja. Und bist fest entschlossen, auch draußen zu bleiben. Ja. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Ja, ich möchte nicht mehr. Also ich fühle mich auch total frei jetzt. Ja. Frei. Ja, du sagst das so richtig aus vollem Herzen, ne? So ein paar Mal schon so richtig frei. Ja. Und du hast eine Beziehung, was willst du mehr? Ja. So, wenn sich das jetzt irgendwie jobmäßig auch noch alles so ordnet und arrangiert, kann es ja nur gut nach vorne gehen weiter. Ja, das ist halt das, was ich mal sagen wollte, weil das halt viele Huren halt genau das Gegenteil sagen. Dass man das halt nicht zustande kriegt, da einfach auszusteigen. Ich weiß, es ist bestimmt für viele sehr schwer, aber ich bin selber verwundert, dass es so einfach ging. Man kann ich bin ja noch nicht drüber hinweg, ja, also ich kann ja immer noch rückfällig. Ja, Hoffe ich auf keinen Fall. Vielleicht denken jetzt auch viele Mädels, die hat gute Reden, die ist erst 6 Wochen draußen. Aber ich bin da auch guter Dinge, so wie du das beschrieben hast, dass das schon eine endgültige Sache ist. Ja, ich glaube es auch. So wie erleichtert du wirkst. Ja. Liebe Corinna, toi toi toi. Danke. Alles Liebe, alles Gute für alles Weitere, was geschieht. Und schön, dass du angerufen hast. Dankeschön. Tschüss. Ja. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wir haben eigentlich eine Freitemennacht, aber ich habe heute diese Nacht hier bei uns auch zur Hurennacht erklärt. Ich würde gerne mit ein paar Huren sprechen über ihren Job, vielleicht auch mit Aussteigerinnen, so wie gerade mit Corinna, wie sie das so erleben, was sie dazu geführt hat, das zu machen und so weiter und so weiter. 0800 220 5050, hier ist Melanie. Melanie ist 21 Jahre alt. Hallo Melanie. Hallo. Arbeitest du auch als Hure? Nein. Das darf ich jetzt nicht jede Frau fragen, die ich hier drauf habe. Melanie, schön, dass du da bist. Ja, hi. Über was sprechen wir? Ja, und zwar geht es darum, dass ich eben halt seit ungefähr 3 Monaten totale Albträume habe über Vergewaltigung und so. Seit 3 Monaten? Ja, und ich war auch schon mal im Schlaflabor gewesen, aber man konnte nichts feststellen. Ach, du hast jetzt im Laufe der 3 Monate schon in einem Schlaflabor. Ja. Das heißt, das sagt mir, dass es sehr, sehr heftig ist, was da bei dir abgeht im Moment.
dass ein Arzt dich in ein Schlaflabor sogar schickt. Ja, weil ich bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, eben halt, dass ich ziemlich unruhig schlafe und dass ich eben halt dann eben halt über den Tag hinaus das überhaupt nicht mehr hinkriege. Mhm. Also, dass mein Tages-Nacht-Rhythmus total durch den Wind ist. Mhm. Und dann hatte ich mal gefragt, ob ich vielleicht mal ins Schlaflabor gehen könnte. Mhm. Und dann war ich da, aber man hat überhaupt nichts gefunden. Wie geht das vor sich in so einem Schlaflabor? Liegt man allein in einem Raum? Ja, man hat ein Einzelzimmer. Total genial. Erste Klasse, so Fernsehen und hast du nicht gesehen. Ja. Das ist total klasse, obwohl man wird dann so, man wird dann von oben bis unten verkabelt und kann nachher auch nicht mehr aufstehen. Das stelle ich mir auch so vor, wenn man so Bilder schon mal im Fernsehen sieht. Also man liegt dann verkabelt da im Bett mit tausend Sachen am Kopf und im Leib wahrscheinlich. Ja, man hat so ungefähr 20 Verkabelungen allein schon am Kopf. Kann man denn mit so einem Kabelgedöns um sich herum einschlafen? Ja, kann man. Kann man? Doch, geht. Schläft man ganz normal ein oder kriegt man da so ein kleines Mittelchen noch? Nee, man schläft ganz normal. Also man, man darf vorher noch Fernsehen gucken und so, aber man muss Fernsehen nachher ausmachen und Licht ausmachen und so und schläft dann, muss man so einschlafen. Die beobachten einen aber nicht mit einer Kamera, während man schläft? Doch auch. Ja. Ist man nicht ein bisschen gehemmt, wenn... Nee, weil die Kamera sieht man nicht. Also das ist eine Infrarotkamera oder? Ja. Ja, wahrscheinlich, ne, wenn es ganz dunkel ist. Ja. Ja. Eine Nacht macht man das oder mehrere Nächte? Ja, es kommt drauf an, wenn man in dieser einen Nacht, wenn die Ärzte da was finden oder so, dann wird nochmal eine zweite Nacht eingelegt. Hat man bei dir eine zweite Nacht eingelegt? Nein. Nein. Weil man bei mir ja nichts gefunden hatte. Bei mir war alles in Ordnung gewesen. Ja. Ja. So, das heißt, jetzt bist du so klug als wie zuvor. Genau. Seit 3 Monaten diese schlimmen Träume und schlimmste Schlafprobleme. Und du weißt nicht, woher das kommt, warum es so ist. Ja. Und es sind immer heftige Vergewaltigungsszenen, die du träumst? Ja. Hast du irgendeine Idee selbst? Man spinnt doch für sich selbst dann schon mal so ein bisschen so rum. Ja. Man hat so Assoziationsketten vielleicht. Ja, als ich eine Woche vor meinem 16. Geburtstag wurde ich eben halt vergewaltigt und es zog sich dann eben halt eine längere Zeit hin und es ist aber auch schon ganz lange Zeit her und jetzt kriege ich diese Albträume. Als du 16 Jahre alt warst, ist das passiert? Ja. Du sagst, das zog sich dann eine längere Zeit hin, was heißt das? Ja, über 1-2 Jahre. Die Vergewaltigung? Ja. Ja, Vergewaltigung und eben halt Drohung und all sowas. Also am Anfang war das schon fast jeden Tag gewesen. Oder fast jede Woche, wo ich vergewaltigt wurde, immer dann, wenn meine Mutter nicht da war. Wer war das? Also kein Namen jetzt. War das ein Bekannter, ein Verwandter? Ja, ein Bekannter auf jeden Fall. Ein Bekannter von deiner Mutter? Ja. Ein etwas älterer Mann? Ja, vom Alter her könnte er mein Vater sein. Mhm. Warst der Freund von deiner Mutter? Ja. Und das ging über so einen langen Zeitraum? Mhm. Hast du irgendjemandem was erzählt? Ich hatte mal meiner Tante erzählt, gar kurz bevor die weggezogen ist, dass er mir ja eben halt etwas zu nahe tretet und dass ich Angst kriege mittlerweile. Und dann hatte sie gesagt, ich soll ihm das sagen, dass sie davon weiß. Mhm. Und wenn er nicht aufhören würde, dass sie ihn dann anzeigt. Und dann schwächte das nach und nach ab. Mhm. Aber dann sind sie weggezogen und dann fing das wieder an. Wer ist weggezogen? Also der Mann? Nein, meine Tante eben halt. Mhm. Die sind weggezogen und dann fing das nochmal wieder an. Und dann habe ich ihm dann eben halt auch gedroht gehabt, dass ich dann wirklich mal was dagegen tun werde. Mhm. Ja. Aber dennoch zog es sich über so einen langen Zeitraum hin. Ja, weil ich auch ziemlich lange dafür brauchte, es mal auszusprechen, dass ich das tue. Mhm. Waren es Zudringlichkeiten oder waren es richtige Vergewaltigungen? Beides. Am Anfang waren das nur Zudringlichkeiten so. Mhm. Und nachher waren das Vergewaltigungen. Mhm. Am Anfang hat er meinen kleinen Bruder mit reingezogen. So. Mein kleiner Bruder, der war zu der Zeit 3. Mhm. Und dann wurde immer von meinem Stiefvater aus gesagt, so, ja, komm, wir spielen jetzt Fang und so. Und er hat dann eben halt versucht, immer mich zu fangen. Und wenn mein kleiner Bruder mich dann hatte, ich konnte ihn ja schlecht gegen die Wand klatschen oder so. Mhm. Ja, dann habe ich das über mich ergehen lassen, so dieses angetatscht werden und all sowas. Mhm. Also das war noch am Anfang und nachher, war das schon mehr mit Vergewaltigung. Mhm. War der kleine Bruder dabei, als er das dann hinterher auch, als es dann schlimmer zur Sache ging? Nein. Nein, das nicht. Mhm.
Warum hast du denn der Mutter nichts davon gesagt? Weil ich mit meiner Mutter absolut kein gutes Verhältnis so habe. Also wir leben unter einem Dach, aber mehr auch nicht. Hm. Wohnst du jetzt immer noch in dieser Wohnung? Ja. Mit diesem Mann zusammen? Ja. Wie kam es dann, dass die ganze Sache dann nach anderthalb Jahren ungefähr, wie du gerade gesagt hast, aufhörte? Ich weiß es nicht. Es hörte einfach irgendwann auf. Keine Ahnung. Vielleicht, weil er keine Lust mehr an mir hat oder so. Ich weiß es nicht. Wie erträgst du das denn, unter einem Dach mit diesem Mann zu leben? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe irgendwann angefangen, das alles ja irgendwie so ins Unterbewusstsein zu verstecken. Und irgendwann habe ich dann eine Therapie begonnen und die hat mir eigentlich relativ gut geholfen. Nur jetzt ist die Therapie eben halt auch schon zu Ende und ich kriege auch keine weitere Therapie, weil auch schon 100 Stunden rum sind. Mhm. Du hast in der Therapie aber davon gesprochen? Davon gesprochen schon, aber nicht so wirklich behandelt, weil ich müsste dann zu einem tiefen Psychologen oder so, also der so richtig das behandelt, und bei so einem Therapeuten war ich nicht. Und solche Therapeuten gibt es ja auch nicht wirklich, nicht in meiner Umgebung. Also. Da ist uns klar, woher die Träume kommen, ne? Ja, obwohl das ist ganz komisch, weil ich kenne jemanden, der, den ich davon mal was erzählt habe, der mich auch mal drauf angesprochen hatte, weil er zwischen den Zahlen lesen konnte, keine Ahnung, ich kenne den eben halt aus dem Internet, und ich habe ihn dann einiges mal erzählt gehabt, und komischerweise träume ich aber immer, diese Albträume sind immer mit ihm, also nicht mit meinem Stiefvater, sondern... Ja, aber das Unterbewusstsein mixt oft so seltsame Sachen zusammen. Vermutlich ist die Ursache von diesen Träumen schon auf all das zurückzuführen, was du da hast erleiden müssen. Gab es irgendwann eine Überlegung bei dir, diesen Mann anzuzeigen? Ja, nicht direkt so. Also ich habe immer gesagt, ich kann meinen kleinen Bruder nicht seinen Vater wegnehmen, weil ich sehe, wie liebevoll er mit ihm umgeht und so. Und ich weiß auch, wie mein kleiner Bruder an ihn hängt. Und das war immer ein Grund für mich, ihn nicht anzuzeigen. Und ein zweiter Grund war auch, weil es einfach irgendwann aufgehört hatte. Er hatte von selbst aufgehört gehabt, deswegen. Wobei man natürlich nicht weiß, wenn ein Mensch das einmal macht. Ja, aber das beim zweiten, ob er es nochmal macht. Ja, und das vor allen Dingen über so einen langen Zeitraum, ob er es nicht irgendwann wieder tut. Und sind wir sicher, dass er die Hände weghält auch von dem Bruder? Ja, da bin ich mir sehr sicher. Ja. Sonst würde ich das, ich denke mal, das würde ich vom Verhalten her, würde ich das... Ja, du würdest das wahrscheinlich merken, du würdest es wittern. Wie alt ist der Junge jetzt? 11. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, dass du keine Therapiestunden mehr bekommst. Genau. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr dringend nötig, das zu machen, das zu tun. So, was es da für Ausnahmemodelle gibt, darüber sprichst du jetzt mit meiner Psychologin. Also ich finde so von meinem Laienverständnis her, dass das ein ganz klares Signal des Unterbewusstseins ist, dass da ganz viel noch unverarbeitet und ganz viel Schmerz und ganz viel Traurigkeit in dir ruht, was dann zum Ausdruck kommt in diesen Träumen. Wir machen das so, du legst bitte auf und Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an. Ist okay. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Peter, 31 Jahre alt hier. Hallo Peter. Ja, hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen. Deswegen musst du an, Peter. Ja, ich bin so, ich glaube, du hast gesagt, das ist die Nacht der Huren, die Nacht des Milieus. Und ich bezeichne mich so, das als was ein Laie als Milieu sehen kann. Aha. Also erklär's mir genau. Angefangen mit Privatapartment über Puff bis jetzt eben... stehe auf der Straße, also auf dem Straßenstrich. Du bist selbst Stricher? Nein. Auf der Straße passe ich jetzt auf die Mädels auf. Ach so. Vorher habe ich Puff gehabt im Privatapartment, was man so kennt. Nennen wir dich... eingerutscht. Dürfen wir dich Zuhälter nennen? Nicht. Fühle ich mich als persönliche Beleidigung, weil ich mich nicht als Zuhälter fühle oder sehe. Was strafrechtlich ja auch relevant wäre. Also strafrechtlich... Ich glaube, da würde die Polizei schneller sein bei anderen Jungs, wenn sie mal Zuhältern hinterhergehen würden. Was genau machst du? Aber Zuhälter heutzutage gibt es so großartig auch nicht mehr. Die Zeit ist vorbei, der Zuhälter. Ja. Was genau machst du denn?
Ich passe auf die Mädels auf, dass sie wieder heile zurückkommen. Also, dass sie die Freier auch, die Mädels heile momentan zurückbringen. Oder ja, dass wir vom Hausbesuch heile zurückkommen. Im Endeffekt die Feuerwehr im Rücken. Die Feuerwehr im Rücken? Richtig. Ja. Weil das, aber das, ja, machst, das wirst du nicht aus reiner Mitmenschlichkeit machen, sondern da verdienst du auch ganz gut Kohle mit. Ja, sicher verdiene ich. Also, ja, das macht kein Mensch umsonst, aber jetzt nicht so, was sich andere Leute vorstellen. Also kann man sagen, dass das so ein Deal ist zwischen dir und den Frauen, die sagen, so und so viel geben wir dir ab und dafür beschützt du uns. Ist richtig, ist ein, ja, freiwilliger Deal. Wie viel, also, wenn ich fragen darf, wie viel Prozent von ihrem Lohn zahlen die Frauen an dich? Das ist ein geringfügiger Satz. Also ist nicht so wie im Buff für 50% oder so, weil das ist wesentlich, mhm, geringfügiger. Mhm. Weil die Mädels müssen auch noch ihr Geld haben. Das Geld ist schwer zu verdienen. Ja, immer, ja, schwerer. Egal wo du bist. Ich würde sagen, im Bordell ist es am schwersten zu verdienen. Und dann steigere ich. Aber trotzdem, egal wo du arbeitest, ist es wirklich schwer zu verdienen. Mhm. Weil die wirtschaftliche Situation und die Freier werden auch immer dreister, mhm, bedrängen die Mädchen auch immer heutzutage, mhm, mehr und mehr. Auf wie viel, du bist im Moment auf der Straße, sagst du? Ja, nee, jetzt stehe ich gerade vom Hausbesuch. Also ich habe gerade ein Mädel noch vom Hausbesuch abgeholt. Ach so, wie viel Frauen betreust du denn? Momentan sind es 4. 4. Ja. Wie sieht das genau aus? Also jetzt gibt es einen Hausbesuch, da geht ein Mädel zu einem Kunden nach Hause. Richtig, ruft mich an, ob alles okay ist, dass sie das Geld gekriegt hat. Achso, und du wartest dann vor der Haustür oder wie geht das? Nee, sie geht rein, ruft mich an, dass sie das Geld gekriegt hat, dass alles okay ist, mhm, dass der Freier auch alleine in der Wohnung ist oder so. Ja. Und dementsprechend weiß ich dann aber auch, was vorher abgesprochen ist, wann sie wieder bei mir neben einem Auto sitzen müsste. Ja, das heißt also, wenn die sich zu einer bestimmten Zeit, was eigentlich üblich wäre, nicht bei dir meldet, dann wirst du aktiv. Dann werde ich aktiv. Was heißt das dann? Kommt drauf an, wie. Ja, genau. Was heißt das? Nehmen wir mal an, das Mädel ist in der Wohnung und sie meldet sich nicht. Wie besprochen, was tust du dann? Das erste ist ein klingelnden Anruf, ob alles okay ist. Mhm. Das ist dasselbe wie auch auf der Straße. Wenn, mhm, das Mädel nicht sofort pünktlich anruft oder verlängert, das kann ja auch auf der Straße, ist natürlich was ganz anderes, weil du die Zeit nicht weißt. Mhm. Ich schreibe das Nummernschild auf und schätze mal ungefähr, wie lange sie weg ist. Mhm. Also klingel dann, ob alles okay ist. Entweder sagt sie, ja, ist alles okay, mhm, dann ist es klar. Oder es gibt dann so geheime Absprachen, wo ich dann aktiv werden muss, wo ich dann eben vorbeikommen muss, entweder zum Freier, zum Auto oder in die Wohnung. Ja, nehmen wir mal das Beispiel der Wohnung. Irgendwas stimmt da nicht, hast du das Gefühl. Die Wohnung ist abgeschlossen. Was machst du dann? Es gibt, glaube ich, keine Tür, die fest genug ist. Ah ja. Mhm. Das weiß jeder Freier. Mhm. Und glaube ich, 2 Minuten hinter mir ist dann die Polizei. Wie viele Jahre machst du da schon? 4 Jahre. 4 Jahre. Wie bist du da reingeraten? Ach, durch Zufall, durch Bekannte. Was hast du vorher gemacht vom Beruf? Ich kann dir sagen, wie das gestanden ist. Ich habe bei einer Finanzanlage die berühmten Verkaufen von Finanzanlagen jemand kennengelernt, der aufs Milieu kommt. Ach so. Und der aufgehört hat und gesagt, da wolltest du das nicht mehr weitermachen, du bist ein cleveres Kerlchen. Ja. Ist ein ganz normales Geschäft. Nun stelle ich mir dieses Geschäft aber schon auch gefährlich vor. Ja, weil du bist geringfügig. Ja? Was war das Heikelste, was du bisher so durchgezogen hast? Das sind Sachen, darüber rede ich, glaube ich, nicht am Telefon. Dann, mhm, wissen diejenigen sofort Bescheid und dann habe ich es ganz heikel. Ja. Weil dann telefoniere ich, glaube ich, nicht mehr lange. Ja, ich verstehe. Waren es schon Situationen, wo du Angst um Leib und Leben hattest? Ja. Das schon? Das ist schon klar. Das hast du aber öfters. Nur, ich sage, darüber musst du hinweg. Ich sage ja im Endeffekt, wenn du jetzt, ich sag mal, wenn du einen Puff hast oder so, du musst vor deinen Mädels stehen. Mhm. Nicht hast die du? Mädels müssen dir den Arsch retten. Kann ich dich leider nicht sehen, so von der Statur her. Bist du ein durchtrainierter Kerl und... Ne, genau, das Gegenteil. Das Gegenteil. Ich glaube mal, wenn wir beide uns nebeneinander stehen würden, würden wir uns beide nicht so viel tun. Ah ja, ich bin 1,85 groß. Ja, ich bin 1,80. Ja. Aber trotzdem schlank. Also ich wiege trotzdem meine 78 Kilo. Ja. Hast du eine Ausbildung in Kampfsportarten oder irgendwas? Nee, meine Kampfsportart habe ich hinten auf dem Rücksitz dann sitzen höchstens noch. Ach so, ein Hund. Ja, mhm, den habe ich ja dann höchstens noch dabei und ansonsten, du kannst mit allen was machen. Aber zu solchen Eskalationen bei Freiern kommt es eigentlich gar nicht. Weil die meistens viel zu erschrocken sind. Ja. Ich fahre die berühmten großen Karren, die schrecken schon mal als erstes ab, ja, wenn der vor der Tür steht. Es ist im Endeffekt, heutzutage, man stellt sich viel zu viel vor.
Ja, darunter und das Milieu. Heutzutage gibt es es nicht mehr. Heutzutage sind Quereinsteiger. Ich sag, jeder Bäcker macht heutzutage einen Puff auf und stellt sich da als großer King hin. Und das wissen die Mädels aber genauso, die in Bordellen arbeiten gehen. Ich sage, ich kenne selbst Zuhälter, die gerade Fahrrad fahren, weil sie sich nicht sonst mehr leisten können. Ja. Wenn ein Mädel sagt, ich möchte mit dir, Peter, oder wie immer du auch heißen magst, möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten, dann lässt du die auch gehen, die Frauen. Ja, auch umgekehrt. Und umgekehrt, du sagst. Ich möchte auch nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, das ist klar. Ja, also ist das wirklich so im Geschäft quasi, auf Gegenseite? Ja, bei mir ist das ganz klar. Drogen, Alkohol und Zuhälter dahinter, passe ich nicht drauf auf. Ja. Also ja. Wenn Drogen und Alkohol im Spiel ist, ich sage ja, ich bin. Die Mädels, mit denen, auf die ich aufpasse, die nehmen alle keine Drogen, sind alle kein, nehmen alle keinen Alkohol oder sowas zu sich, dass es Alkoholiker oder drogensüchtig sind. Die haben natürlich mit den Mädchen, die unter Alkohol oder Drogen stehen, zu kämpfen, weil die ja für 10 oder 20 Euro arbeiten. Ich gucke auch gerade momentan, dass die zwischen Essen und Bottrop am Rhein-Herne-Kanal einen eigenen Strich aufmachen, damit sie eben ihr anständiges Geld verdienen. Ich sag, wenn ich heutzutage sehe, also wenn ich als Mädchen da vorne auf der Straße stehen würde und bei mir würden 40 Freier vorbeifahren, die Hälfte will ohne Gummi ficken und die anderen Hälften sind selbst noch die 30 Euro zu teuer, tut mir leid, also das wäre demütigend. Für mich, also ich verstehe die Mädchen genauso. Gibt es so etwas wie Revierkämpfe zwischen Männern, die so arbeiten wie du, dass sie sagen, das ist das Revier von meinen Frauen und das ist das Revier von meinen Frauen? Gibt's das? Es gibt Revierkämpfe unter den Frauen. Unter den Frauen, aber nicht unter den Männern, die sowas machen wie du? Nee, das kenne ich ja überhaupt nicht im Endeffekt. Das gibt's auch kaum noch. Es ist eine Gemeinschaft im Endeffekt. Ich sag mal, wenn da Kerle sind, ist es eine Gemeinschaft, ist es eine freundschaftlich. Weil im Endeffekt die Kerle schützen wirklich die Mädels, weil heutzutage ist die Polizei viel zu langsam dafür und interessiert sich dafür auch gar nicht. Hast du selbst eine Freundin? Ja. Ja? Weiß die, was du machst? Ja, klar. Und was sagt die dazu? Begeistert vom Beruf, würde ich jetzt nicht sagen, dass es ist, aber im Endeffekt von der Zeit her aus, weil ich natürlich eine Menge Zeit dafür verbringe. Ne? Verstehe. Weil ich sag, wenn ich heutzutage unter einem 8-Stunden-Job, verstehe ich was anderes oder so. Ne? Das sind also keine 8-Stunden-Jobs. Was denkst du über Frauen, die als Huren arbeiten? Ja, es sind clevere Mädels im Endeffekt zum meisten Teils. Und ansonsten, ja, gut, dann packen sie es eben an, dass sie aus Schulden bezahlen und. Wenn sie nicht gerade ihre Drogen bezahlen, dann halte ich da gar nichts davon. Also ich habe die Erfahrung gemacht hier in der Sendung, ich habe mit sehr vielen schon gesprochen. Da gibt's wirklich so die Fraktion, die das ganz locker und cool als ihren Job sehen. Die auch ihr Privatleben trennen von dem, was sie da jobmäßig machen. Aber da gibt es auch viele immer wieder, die, wo ich merke im Gespräch, dass denen das sehr zusetzt. Dass die entweder wegen hoher Schulden, wie du es gerade gesagt hast, in das Milieu gekommen sind oder wegen Drogen. Wenn du mit solchen Frauen konfrontiert bist, musst du doch eigentlich im Zwiespalt sein. Da müsstest du doch eigentlich dafür sorgen, dass die da rauskommen. Ja, das mache ich auch. Also dafür bin ich auch bekannt. Ich gucke auch immer, dass die Mädels dann irgendwie eine Perspektive für später haben, weil irgendwann haben sie auch keine Lust mehr, haben sie keinen Bock mehr und dann sind sie kaputt. Ich habe genügend Mädels wieder zurück in die normale Welt gebracht. Also wenn es so ist, wie du es darstellst, bist du ein Top-Partner. Ja, bin ich auch. Im Endeffekt will ich auch nichts dagegen sagen. Also ich glaube kaum, dass sich irgendeine Frau irgendwann mal jemals bei mir beschwert hat oder so. Könntest du dich auch in ein Mädel, das für dich arbeitet oder die mit dir zusammenarbeitet, sagen wir so, verlieben? Das tabu. Nicht. Du hast gerade gesagt, dass es schon gewisse Konfliktsituationen bisweilen mal gibt und Gefahrensituationen. Ist es das wert? Willst du das lange noch weitermachen? Ich sag das mal anders. Ich sitze 12 Stunden im Auto. Das tagelang und da passiert nichts. Davon träumt mancher Mensch, nicht so viel zu tun zu müssen. Wenn du mal einmal aktiv werden musst, dann musst du das auch in Kauf nehmen. Das heißt, so sehe ich das auch, weil du kassierst ja, ich kassiere auch einen Teil des Geldes von den Mädels und das kassiere ich ja nicht ohne Grund. Nicht, dass wenn die mich anrufen, ich wegfahre. Das heißt, die Polizei anrufen und die 3 Tage später anrufen, was war denn los? Ja. Das haben wir auch, das Thema haben wir an Dorn mit der Polizei. Wie ist denn dein Verhältnis und deine Zusammenarbeit mit der Polizei? Momentan gestört. Warum? Ganz einfach, weil ich betrachte mich, ich sage nochmal, eben nicht als Milieu. Die Polizei betrachtet mich als Milieu aufgrund eben, ich sag gut, da steht ein ehemaliger Puffbesitzer mit einem riesen Auto auf einer Straße. Das sie natürlich auch am Anfang sehen. Nur, dass wenn du sie brauchst, dann kommen sie nicht. Ja, und das ist für mich eine Sache.
wo ich dann böse reagiere. Jetzt werden natürlich viele Polizisten, die zuhören, werden jetzt Buh rufen. Nee, die können ruhig nicht Buh rufen, die können ruhig bei mir anhalten. Also das ist alles kein Problem. Was sind das für Polizisten? Ich glaube schon, die es bespricht, die wissen, wer hier telefoniert. Ich meine, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir viel zu wenig Polizisten haben, dass die Jungs überfordert sind. Nein, die fahren alle 5 Minuten vorbei. Das geht darum, dass im Endeffekt ist die Kripo dafür zuständig. Mhm. Und normale Straßenpolizei, die kannst du jederzeit anhalten. Aber wenn du die Kripo wirklich brauchst, die wirklich für die Mädels zuständig sind, die wirklich dafür zuständig ist, falls mal was passiert, dann rufen sie wirklich 3 Tage später zurück. Und das sind Sachen... Lass mal so stehen, kann ich nicht beurteilen, wenn das so deine Erfahrung ist. Ich höre, du bist 31 Jahre alt, dass du entschlossen bist, das noch eine ganze Weile zu machen. Nö. Nö, das nicht? Absolut nicht. Sondern wie lange noch? Oh, das wird nicht mehr lange dauern, 1-2 Jahre, und dann steige ich da ganz aus. Also. Ich habe gesagt, ich habe meinen Puffer von der Polizei geschlossen gekriegt und so weiter. Ja. Das ist so der auslaufende Punkt, den ich jetzt mache. Mhm. Ja, also ich glaube, die Mädels kommen auch gut alleine klar oder so. Irgendwann mal, sie kriegen eine Menge von mir beigebracht, sie kommen auch hinterher von mir aus alleine klar. Na gut. Und ich weiß, wie ich Geld verdiene, also das ist auch kein Problem. Peter, ich danke für deinen Anruf und behandle die Frauen gut. Ja, werde ich tun, das ist kein Problem. Tschüss. 0800 220 5050. Und an dieser Stelle nochmal ein Hinweis auf morgen, also auf Samstag, um 23.30 Uhr im WDR-Fernsehen ist Promi-Besuch angesagt bei Domian, bei mir, nämlich Marie-Louise Marian ist mein Gast. Und wenn ihr mit Frau Marian sprechen wollt, dann könnt ihr morgen 1 Stunde vorher anrufen oder jetzt mailen oder während der Sendung natürlich auch anrufen. So, jetzt bin ich verbunden mit der Dorothee. Und Dorothee ist 46 Jahre alt. Hallo Dorothee. Hallo? Hallo? Ja, ja, guten Morgen. Ja gut, ich bin die letzte Rednerin wahrscheinlich. Bitte? Ich bin wahrscheinlich heute die letzte Rednerin. Ja, das, nö, noch nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Nö. So lange brauchen wir auch nicht. Weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ich weiß nicht. Ich verfolge deine Sendung eigentlich immer schon sehr lange. Mhm. Und heute bin ich irgendwie ein bisschen traurig. Mhm. Warum? Ist was Besonderes geschehen? Mein Vater stirbt. Mhm. Das heißt, er ist sehr schwer krank? Ja. Er hat Magenkrebs. Mhm. Er ist zweimal operiert worden und wir wohnen in einem Zweifamilienhaus und er ist oben und meine Mutter ist auch noch dabei und das ist furchtbar. Ist er, das heißt, man kann nichts mehr machen? Mhm. Es gibt keine Therapie, keine Chemotherapie, keine Bestrahlung, gar nichts mehr. Er hat alles bekommen und mittlerweile ist es soweit, dass wir eigentlich halt nur wissen, er wird jetzt sterben und... Mhm. Weiß er das auch, dass er sterben muss? Ich denke schon, aber... Aber ihr habt es ihm so klar nicht gesagt? Nein. Nein, mhm. Wie ist denn so sein ganz aktueller Zustand, so heute? Muss er im Bett liegen oder kann er noch aufstehen? Er kann, aber er kann eben halt wenig laufen und wir versuchen immer so ein bisschen, dass er versucht zu essen und er isst nicht, er will nicht essen. Und hat er starke Schmerzen? Nein. Wird er gut medikamentös, also mit Schmerzmitteln behandelt? Nein, er bekommt keine Schmerzmittel, weil er hat keine Schmerzen. Er hat keine Schmerzen? Nein, hat er nicht. Was ja schon mal ein großes Glück ist, ne? Ja. Bei der schweren Erkrankung, dass er keine Schmerzen hat. Eben. Mhm. Aber es ist so schlimm, wenn man... Ich denke immer so... Wenn man ein Kind ist, dann... Der Vater, der ist immer da und... Mhm. Das heißt, ich merke schon, dass du ein sehr enges Verhältnis und eine enge Bindung an deinen Papa hast. Ja. Ja. Wie alt ist dein Vater? 70. Wie lange hat er diese schlimme Erkrankung schon? Noch nicht so lange, 2 Jahre. Und dann gab es wahrscheinlich immer so die Phasen der Hoffnung. Ja. Jetzt klappt es und ist eine Operation und jetzt gucken wir nach vorne. Und seit wann weißt du denn, dass er nicht mehr heilbar ist? Ungefähr seit, sagen wir, 1 Woche. Ach, erst 1 Woche. Hat dein Arzt dir das gesagt? Ja. Weiß deine Mutter das auch? Ja. Hm.
Gelingt es euch denn, das vor dem Vater so zu verbergen? Ja, ich denke schon. Ich meine, er weiß wahrscheinlich, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Er hat es mir auch gesagt, aber... War das für euch eine klare Entscheidung, es ihm nicht zu sagen? Ja, der Arzt sagte auch, es ist ganz gut, dass wir es nicht sagen. Er soll die Hoffnung behalten und eben... Ja, ich finde die Entscheidung auch sehr richtig, weil er die Zeit, die er zu leben hat, unbefangener leben kann. Ich denke auch. Dennoch, hast du da einen Gewissenskonflikt, dass du es ihm nicht sagst? Irgendwie schon. Du kennst ihn sehr gut und du kannst ihn einschätzen von seiner Persönlichkeit her. Wenn du mit ihm vor vielen Jahren darüber gesprochen hättest, was hätte er gesagt? Ich weiß es nicht. Das ist das Schlimme, ich weiß es nicht. Haben die Ärzte oder der behandelnde Arzt eine Prognose gesagt, wie lange er noch wird leben? Nee. Möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Also es kann durchaus sein, dass er noch eine gewisse, vielleicht auch relativ gute Zeit noch vor sich hat. Ja, eben, er hat keine Schmerzen und es könnte sein, dass er vielleicht noch, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie lange er ist. Bist du das einzige Kind? Meine Schwester ist vor 15 Jahren gestorben. Meine ältere Schwester, und das ist auch so schwer eigentlich an der ganzen Sache, weil... Dass du alleine jetzt bist, auch. Natürlich, wenn die Schwester da wäre, könnte man sich besprechen, man könnte das auch gemeinsam auf die Schulter nehmen. Alles. Das ist das Schlimme, dass eben halt er schon die schwere Sache hatte mit meiner Schwester, die ist gestorben. Jetzt bin ich alleine und meine Mutter ist auch alleine. Ich meine, gut, wir wohnen in einem Haushalt, aber es ist immer schwer. Wie geht denn deine Mutter damit um? Wie stabil ist deine Mutter? Ich glaube, ziemlich stabil. Ich glaube, sie schafft es. So, jetzt stelle ich es mir sehr schwer vor an deiner Stelle. Du bist so traurig. Ja. Und so fertig mit den Nerven. Und dann gehst du, die wohnen oben, die Eltern. So, dann musst du hochgehen und dann darfst du ja nicht weinen vor ihm. Da musst du ja fröhlich sein und freundlich. Das kostet viel Kraft. Aber ich finde das toll, wenn du das schaffst, Dorothee. Ich glaube, dass du das für deinen Vater und für deinen Papa machst. Und wenn ihr so die Entscheidung getroffen habt, ich meine, da kann man als Fremder gar nicht reinreden. Das muss eine Familie selbst entscheiden. Wenn ihr entschieden habt, es ihm nicht zu sagen, um ihm die restliche Zeit nicht zu belasten, finde ich das eine gute Entscheidung und die muss man respektieren. Und wenn du die Kraft hast, das durchzuziehen, Hut ab. Schaffen wir. Ich finde es nur schön, dass ich jetzt mal hier echt, also ich hätte nie gedacht, dass ich habe zum ersten Mal hier bei dir angerufen. Und dass du mir jetzt sowas gesagt hast und ich bin jetzt hier ganz alleine, man schläft jetzt mittlerweile und das ist ja auch schon immerhin 10:50 und ich hätte mir gedacht, ich habe deine Sendung immer verfolgt und ich habe noch nie angerufen und ich finde das total klasse, dass du mir jetzt sowas sagst und ich meine, du hast gerade gesagt, dein Mann schläft schon. Ja. Wie geht der damit um? Ist mein zweiter Mann und ich bin zum zweiten Mal verheiratet und der geht sehr, eigentlich ganz gut damit um und ich bin froh, dass ich ihn habe. Ja, das heißt, mit ihm kannst du ja offen sprechen. Ja. Das heißt, wenn dir das Herz zu schwer ist, wenn du von oben runterkommst, ja, dann kannst du bei ihm... Doch. Das ist ja auch viel wert. Als wenn du jetzt ganz alleine unten sitzen würdest und müsstest für dich allein die Kräfte so zusammenraufen. Nein. Also ich komme ganz gut damit klar. Ich habe nur Angst, wenn mein Vater nicht mehr ist, wie das ist mit meiner Mutter und den ganzen Kram. Und ich finde das echt toll, dass ich da jetzt mal durchgekommen bin. Also hätte ich nie gedacht.
Ich glaube, dass das ganz normal ist, dass man vor allem Angst hat, was dann auf einen zukommt. Man hat einmal den Verlust zu verkraften des Vaters und all das, was dann noch kommt. Aber vielleicht solltest du jetzt gar nicht im Moment, oder solltest dich zwingen, da gar nicht so dran zu denken und das alles durchzuspielen, sondern solltest versuchen, ihm die Zeit, die er jetzt hat, noch so schön wie möglich zu gestalten. Habe auch gedacht. Sei viel bei ihm, wenn er noch ein bisschen raus kann, dann geh mit ihm spazieren oder fahr mit ihm irgendwo, setz ihn ins Auto, wenn er das noch kann, fahr mit ihm rum oder mach irgendwas, was ihm Spaß macht. Mhm. Ich glaube, das ist das, was du hinterher für dich dann sagen kannst, dass du hinterher für dich sagen kannst, ich habe alles getan, was ich tun muss. Mhm. Okay. Möchtest du noch ein paar Worte mit einer Psychologin sprechen, Dorothee? Ich weiß nicht. Ich stelle es dir frei, wenn du... Wir können dich ja mal kurz zurückrufen. Wenn du nicht möchtest, dann ist das Gespräch dann auch gleich zu Ende. Okay? Okay. Ich wünsche dir und deiner Familie sehr, sehr viel Kraft, Dorothee. Ich danke dir, Domian. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Hier ist Sandy und Sandy ist 28 Jahre alt. Hallo, Sandy. Ja, hallo, Domian. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich rufe zu dem Thema an, dass ich habe angeschafft, was du meintest vorhin. Ja. Und zwar 1,5 Jahre und ich bin halt dadurch krank geworden. Und was für eine Erkrankung? Also Waschzwang und Zwangsneurose, wurde mir gesagt. Mhm. Also es fing an ganz langsam, dass ich mich immer mehr und immer mehr gewaschen habe. Mhm. Also es ging ganz schleichend. Und irgendwann kam dann Sagrotan dazu, dass ich dann auch immer mehr genommen habe. Auf die Haut? Ja. Das ist ziemlich scharfes Zeug. Das nimmt man eigentlich zum Desinfizieren von Toiletten. Und, ja. Also ich habe mich dann damit eingesprüht und immer mehrmals und nochmal und danach noch gewaschen. Und wo hast du dich eingesprüht? Nur die Hände oder den ganzen Körper? Überall in der Badewanne. Überall? Ja. Auch am Geschlechtsteil? Ja. Brennt das nicht wahnsinnig? Ja. Ja, und ja, dann fing das an, dass ich alles andere auch putzte und abwusch und immer schlimmer. Und ja, dann habe ich es erst halt nur nach der Arbeit gemacht. Mhm. Dann ging das weiter. Also auch wenn ich frei hatte, dann habe ich immer weniger gearbeitet. Also der Hintergrund war jetzt, ich unterbreche eben, so für mich als Erstzuhörer von dem, was du erzählst, dass du so einen Ekel hattest vor dem, was du da gemacht hast und vor den Männern und den Spuren, die Männer auf dir hinterlassen haben, dass du nur putzen wolltest. Ja, genau. Mhm. Und ich hab damit angefangen, weil ich Geldnot hatte. Mein Konto war wegen 100 Euro überzogen, daraufhin wurde mir das gesperrt. Ja. Und ich brauchte halt sofort Bargeld. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, da geht es sofort, da brauche ich nicht 4 Wochen warten. Ja, und habe ich damit angefangen und dachte erst immer, ich kann das trennen. Und dann hat sich mein Männerbild total verändert. Sag mal, wie macht man denn das, wenn man entscheidet, ich gehe jetzt anschaffen? Die Entscheidung kann man zu Hause für sich treffen, aber wohin geht man denn zum ersten Mal? Annonciert man? Wie hast du das gemacht? Man guckt in die Zeitung. Da sind ja immer diese Seiten, aber hallo, das ist ja in jeder Stadt. Mhm. Und da steht immer Kollegin gesucht und da ruft man dann an, kann sich sofort vorstellen gehen meistens und kann gleich am nächsten Tag anfangen oder noch am selben Tag. Erinnerst du dich an deinen ersten Freier? Ja. Welche Erinnerungen hast du daran? Welche Gefühle? Gefreut, dass ich Geld hatte, habe das eigentlich noch ganz locker gesehen und fand es gar nicht schlimm. Mhm. Und habe das noch gar nicht gemerkt, das schlich sich ganz, ganz langsam ein. Ja. Du hast gerade gesagt, dein Männerbild hätte sich verändert durch die Arbeit als Hure. Ja. Inwiefern? Katastrophal. Also ich würde sagen, dass 95% aller Männer Puffgänger sind. Mhm. Ich bezeichne die eigentlich nur so noch. Und ja, bin mir ganz sicher, dass eigentlich keiner treu sein kann, weil, wie gesagt, alle hatten Eheringe und von Frauen erzählt oder von Kindern oder von Häusern, die sie gerade bauen oder von Ultraschallbildern mir gezeigt, von der Frau, die gerade schwanger ist. Ehrlich? Das haben die mit zu dir gebracht dann? Ja. Unfassbar. Unfassbar. Also, das sind wirklich schlimme Sachen. Der eine musste dann noch zur Abtreibung am selben Tag zur Ausschabung, so hat es mir erzählt und kam dann auch immer wieder und hat dann auch in der Zeit geheiratet und das prägt natürlich. Wie sieht es im Moment mit deiner Erkrankung aus? Ja, ich habe aufgehört vor 4 bis 5 Wochen ungefähr, weil es einfach nicht mehr ging. Ging es bei dir auch, dass du entschieden hast, ich höre jetzt auf und dann hast du aufgehört? Ja, es ging nicht mehr, es ging körperlich nicht mehr. Ich habe schreckliche Träume gehabt und diese Wascherei halt. Ja.
Und dann habe ich aufgehört und es ging nicht weg. Es ist jetzt irgendwie noch schlimmer geworden, dass ich mit diesem, also Sagrotan lasse ich jetzt weg, weil ich ja auch den Grund nicht mehr habe. Die fassen mich ja nicht mehr an. Aber ich bin halt am Duschen und am Einkäufe abwaschen. Alles, was ich einkaufe, wenn ich nach Hause komme, wird alles, Tasche, alles wird abgewaschen. Also es ist wirklich, ich bin stundenlang damit beschäftigt und wie gesagt, es wurde auch Zwangsneurose diagnostiziert. Das heißt, du warst oder bist in Behandlung? Ja, ich mache eine Therapie, werde eine stationäre machen müssen, weil ich total unfähig, lebensunfähig geworden bin. Aber immerhin bist du bereit dazu und hast das auch schon eingefädelt. Ja, weil... Was ja gut ist. Ja, sonst geht es nicht weiter. Hast du einen Freund? Nein, schon ganz lange nicht. Könntest du dir überhaupt vorstellen, dich in einen Mann zu verlieben? Nein. Schlimm, auf gar ne? keinen Fall. Ja, ich habe dann auch gedacht, irgendwie so, ja, vielleicht mal eine Frau oder so, aber eigentlich stehe ich schon auf Männer. Und dann habe ich entschieden, dass ich doch lieber alleine bleibe den Rest meines Lebens. Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen früh entschieden. Vielleicht ist es jetzt erstmal wichtig, dass du gesund wieder wirst und dass du Abstand gewinnst. Du bist ja erstmal gerade ein paar Wochen raus. Ja. Und eigentlich bin ich sicher, dass die Welt nach einer gewissen Zeit auch wieder anders für dich aussieht, dass du, es gibt ja auch nun wirklich andere Männer. Ja, aber... Auch wenn die Mehrzahl, mag ich dir recht geben, vielleicht so gestrickt ist, aber es gibt halt auch noch eine große Prozentzahl, die nicht so ist. Das wäre gut, das wäre schön. Jetzt ist die Sendung vorbei, aber ich habe mich sehr gefreut, mit dir noch gesprochen zu haben. Ja, ich auch. Und wünsche dir wirklich für die Therapie alles Gute. Danke. Und dass du all diesen ganzen Dreck, den du da ertragen hast, so hast du es ja empfunden, dass du das gut verarbeiten wirst. Ja, danke schön. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei meinem Team, nämlich bei Michael Verhoeven, Katrin Paulsen, Roland Lohr, Uli Kapp, Heinrich Stanzig, Tim Stienauer, Pamela Koppay und Magdalena Groß. Morgen sind wir wieder da, am Samstag um 11:30 im WDR-Fernsehen, ausschließlich im WDR-Fernsehen mit der Promi-Talkshow. Und mein Gast morgen ist Marie-Louise Marian. Ihr könnt eine Stunde vor der Sendung anrufen, wenn ihr mit Frau Marian sprechen wollt. Und natürlich während der Sendung auch. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Und lieben Gruß an alle Huren, die uns hier zugehört haben. Tschüss.